bin der Peer. Ich bin die Paar und bin 17 Jahre alt. Ich bin Matteo. Ich bin Lisa und Katharina. Ich heiße Natalia. Ich heiße Lloyd und ich bin 12 Jahre alt. Ich heiße Juri. Ich heiße Timo. Ich bin Ilaria. Ich heiße Martina. Ich heiße Joshua und bin 13 Jahre alt. Sie alle haben sich gut vorbereitet auf den Mann, der das deutsche Schulsystem kurz und knapp für ein Desaster hält, der eine Revolution fordert, damit Kinder wieder Spaß haben zu lernen. Ich nehme an, das Buch hat von euch noch keiner gelesen. Doch. Wow. 330 Seiten. Also, ich hab nicht alle Unterkapitel, halt das, was mich interessiert, aber das war schon den Großteil, also viel. Und deswegen haben sie klare Fragen zu den prächtigen Ideen. Zu einer Schule, in der es keine Einzelfächer, keine Noten, aber Unterricht bis 16 Uhr gibt. Jeden Tag. Dadurch, glaube ich, werden andere Aktivitäten außerhalb der Schule, so wie Sport oder irgendwas anderes, so ein bisschen zurückgestellt. Deswegen wollte ich fragen, wie das Leben so für sie danach aussehen würde. Wie viel Zeit verbringst du am Tag dann noch mit Hausaufgaben oder mit Lernen oder Nachhilfe oder so? So im Schnitt. So im Schnitt. Oder wie viel solltest du verbringen, damit alles perfekt ist? Ich sollte so, ja, jeden Tag sollte ich vielleicht, denke ich mal schon, so eine Stunde, zwei Stunden verbringen, damit mich nochmal vorzubereiten und Hausaufgaben zu machen. Und mit ein bisschen üben und da, wo die Lücken sind und so. Und dann kämen wir darauf, dass du so um 5 Feierabend hättest. Ja. So, in meinen Schulen arbeitest du in der Schule bis 4 oder bis 4 Uhr in der Schule und dann ist komplett frei. Es gibt keine Hausaufgaben. Der Philosoph in der Schule kann nicht einfach nur an die Tafel schreiben, was er will. Er muss jede seiner Ideen erklären. Auch, warum er Einzelfächer zugunsten übergreifender Projektarbeit abschaffen will. Aber wäre das dann nicht auch ziemlich kompliziert, dass das jetzt praktisch auch zu lernen, wenn man ganz viele Fächer auf einmal da drin hat? Ich glaube nicht, dass es wirklich schwerer ist als vorher. Zum Beispiel Klimawandel. Was passiert eigentlich, wenn in der Sahelzone oder in Gegenden wie im Sudan ganze Gebiete versteppen aufgrund des Klimawandels? Zum Beispiel gibt es in der Darfur-Region Kriege deswegen. So, und das könnte man alles zusammen darstellen in einem großen Projekt, wo mehrere Lehrer miteinander daran arbeiten, das darstellen. Jetzt wird das ja ab und zu in der Schule schon mal gemacht. Ich würde es aber immer so machen. Projektarbeit und gleichzeitig individuelle Förderung. Die Prächtschule braucht viele neue Lehrer. Wo sollen die Lehrkräfte herkommen? Es gibt ja jetzt schon Fachkräftemangel. Wie sollen die bezahlt werden? Wie sollen die weitergebildet werden? Also das ist eine sehr gute Frage, weil es eine ganz wichtige Frage ist. In der Schule sollten nicht nur Lehrer unterrichten. Vielleicht zur Hälfte Lehrer. Und die andere Hälfte sind Fachleute aus ihren Gebieten. Menschen aus der Praxis wie echte Physiker sollen Schüler begeistern. Schönere Schulgebäude sollen die Lust zu lernen fördern. Super finden die Schüler, doch wer soll Prechts Ideen bezahlen? Ihr wisst, dass eure Eltern alle Kindergeld kriegen. Und ich würde mal sagen, jeder, der mehr als 80.000 Euro im Jahr verdient, der braucht kein Kindergeld. Und wenn wir dieses ganze Kindergeld abschafft für diejenigen, die mehr als 80.000 Euro im Jahr verdienen, hast du so unendlich viel Geld, dass du kein Finanzproblem mehr in der ganzen Situation hast. Das ist alles durchgerechnet. Über 2 Stunden diskutieren die Schüler intensiv mit Richard David Precht. Am Ende hat er sie von seiner Schulrevolution überzeugt. Es bleibt nur ein ganz kleiner Zweifel. Ich würde gerne auf die Prechtsche Schule gehen, aber ich denke, es scheitert auch an der Umsetzung. Wenn Herr Precht das so weiter so vorstellt, dann wird er eigentlich jeden überzeugen können, der was im Kopf hat. Ich hoffe, dass so eine Schule mal zustande kommen wird. Alles in allem hat mich es aber ziemlich überzeugt und ich würde auf jeden Fall hingehen. Ich finde, dieses Selbstbewusstsein, was ihr hier mitbringt, die Offenheit, mit dem ihr dem begegnet, den Mut, eure Kritik zu formulieren an dem, was ich sage, finde ich super. Die Schüler und Richard David Precht, das passt offenbar zusammen. So gut, dass der Philosoph auch ohne Kamera an die Kölner Schule zurückkommen möchte. Denn die Schüler hier beweisen, dass das deutsche Schulsystem nicht immer komplett versagt.